Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen bei meinen Toddlers. Ja, wir sind diesmal in der Weltenübersicht, denn ich wollte dir kurz mal zeigen, dass die besten Freunde, Spielkameraden, wie auch immer ich es irgendwie nennen soll, in die Welt eingezogen sind. Ich habe sie geguckt, wie viele Mitglieder an Haushaltsgröße sie haben, dementsprechend die Betten zugewiesen. Und wir haben hier unten die Familie für den Lex, hier für die Celine. Die 7 Toddlers habe ich platziert. Mal gucken, ob wir davon einen dann in der Schule kennenlernen. Die Betty spielt wieder. Ja, ich habe hier noch ein paar andere Sims so platziert. Zum einen Familie Zoom. Die Familie für den Preston ist hier oben. Hier ist für die Olivia. Für den John. Und die Emilia. Es fehlt dann rein natürlich noch die Familie für die Kira. Von der Simcado. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben da noch ein paar Tage. Ein paar Partner habe ich auch schon bekommen. Ich glaube, es sind mittlerweile 4 Stück. Genau 4. Aber genaueres zeige ich dir da dann zu, wenn der 24. um ist. Im Anschluss, also am nachfolgenden Tag, nehme ich ja dann die Folgen wieder auf oder Folge. Und dann schauen wir uns die mal genauer an. Ich bin schon mega gespannt. 4 Stück für meinen kleinen Kanal. Schon wirklich sehr gut. Hier schon mal ein riesiges Dankeschön an euch, die einen Partner erstellt hat. Wenn du natürlich auch einen erstellen möchtest, dann mach das. Das ist der Hashtag, den werde ich dir einblenden. Auch kurz, was für Anforderungen, Erwartungen, keine Ahnung, wie ich es genau nennen soll. Ich habe dann, weißt du Bescheid, wie du das zu machen hast. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Spiel und gucken mal, was uns heute erwartet. In der letzten Folge haben wir ja die Kids wieder gebadet. Ich hatte eine Nanny organisiert, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Warum auch immer. Aber wir haben auch kein Geld zahlen müssen. Das ist ja immerhin etwas. Ja, machen wir direkt weg. Die Kids sind, soweit ich weiß, alle wach. Und auch echt topfit. Manche haben ein bisschen Hunger. Der Rest ist wach. Die Naomi bräuchte unbedingt Spaß und bräuchte unbedingt noch ein bisschen Schlaf. Ja, dann hätte ich gesagt, darf die Süße ein bisschen noch schlafen. Und die Kids haben ja ihre Fähigkeiten hammermäßig weitergebracht. Also wir gucken uns das jetzt nochmal an. Viele haben, eigentlich alle, soweit ich weiß, haben 3 Fähigkeiten schon voll maximiert. Der John hinkt noch so ein kleines, aber auch nur wirklich nur so 2-3% mit dem Toilettengang hier hinterher, dass er alleine dann auf Toilette gehen könnte. Und es sind alle Denken und Töpfchen, die es nur noch bräuchten. Deshalb hätte ich dann auch gesagt, dass wir einfach die Kids jetzt beschäftigen. So, Olivia, wo bist du? Haben wir hier um die Ecke noch eins? Dann darfst du hier ein bisschen formen. Dann würde ich sagen, machen wir das mit der Mama anders. Die Mama setzt den John jetzt hier aufs Toilettchen. Wo ist er? Dass er die letzten 2% voll kriegt. Weil dann kann er ab da dann auch alleine auf Toilette gehen. Genau. In der letzten Folge habe ich ja auch... Machst du das dann auch? Scheint so, okay. Habe ich ja unten das Bad schon mal umgebaut. Da war auch nichts mit Geldcheaterei. Ich habe die Sachen alle verkauft. Da war ja das Büro von der Naomi. Und habe das dann so gemacht. Ich finde das mega schön. Ich kann leider noch nicht auf die Kommentare von dir eingehen, weil ich jetzt im Anschluss aufnehme für die nächste 1 bis 2 Wochen, weil da familiär was ist. Ich muss zurück in die Heimat, so doof gesagt. Zum einen, weil meine Schwester umzieht. Und wir dann die Familie nochmal besuchen und deshalb produziere ich ein paar Folgen vor. Und ja, mehr aber erfährst du auch in den anderen Let's Plays. So, Mama. Hast du das jetzt gemacht? Ist er auf Toilettchen? Ah, sie trägt ihn sogar hin. Wie cool. Dann wischt es doch gerade noch ganz schnell auf. Genau, die Mama hat jetzt hier ihre Schreibecke drinne. So, das reicht auch schon, Mama. Du musst nicht lange da stehen. So, er hat Löffeltöpfchen 2 erreicht. Perfekt. So, Mama. Müsstest du aufs Klo oder so? Nee, dann darfst du dich jetzt hier noch ein bisschen hinlegen. Nein, nein, du musst jetzt noch draußen weiter aufmachen. Mach lieber sauber. So, unsere Süßen sind hier am Formen. Die Olivia sehe ich gerade. Und die Emilia kriegen ihren Balken sehr schnell hoch. Die waren auch schon sehr weit. Wer von euch? Der Preston gleich weiter. Der geht dann spielen. Die Kira geht dann auch spielen. Ich bin sehr gespannt, wer wirklich als erstes durch die Ziellinie düst. Und wann wir dann den Geburtstag feiern. Du möchtest Puppenhaus, Mann, mein Schatz. Das finde ich zwar echt süß. Das könnt ihr aber alles machen,
wenn ihr dann eure Fähigkeiten voll habt, dann dürft ihr wirklich das machen, was ihr wollt. Ich wollte sie dann auch nicht direkt altern. Ich wollte dann noch so einen kleinen Tag, also eine Folge, wo wir dann nochmal zum Spielplatz reisen. Oder was ist jetzt? Du hast einen Bauklötze trotz. Na supi, mein Schatz. Dann hätte ich doch gesagt, du musst zwar nicht so unbedingt, gehst du trotzdem mal auf dein Töpfchen. Das. Preston? Preston, wo bist du denn? Du kannst dich doch hier mit deinem Bruder unterhalten, mit dem Lex. Könnt ein bisschen nebenbei über Dinos reden, über Party. Geschichte kannst du auch erzählen. Das ist doch schön, oder? Und die kleine Maus ist ein bisschen traurig wegen Töpfchenunfall. Aber das ist doch nicht schlimm. Jetzt macht die Maus wieder, was sie will. Und du, kleine Maus, darfst dann eigentlich im Anschluss wieder weiter stapeln. Beziehungsweise du willst mit dem Teddy quatscheln. Dann nimm doch den Teddy und spreche hier ein bisschen. Kannst ja umarmen. Ich bin wirklich gespannt, wer als erstes durch die Ziellinie düst. Es wird spannend. Ja, das Haus bleibt ja vorerst so. Die Kinderzimmer werden ein bisschen umgestaltet, beziehungsweise die sind schon fertig gebaut. Die werde ich dann einfach nur platzieren, nachdem ich alles verkauft habe in den Zimmern. Und das Haus für die Teenager ist dann auch schon gebaut. Das habe ich schon fertig gemacht. Sieht ein bisschen ulkig aus, weil ich ein Zimmer anbauen musste, hier an dieses Stockwerk. Und ein Stockwerk oben drauf setzen musste. Aber das dann alles, wenn es dann Zeit ist. Wir haben ja dann sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, ich habe die Tage auf 14 Tage, glaube ich, gestellt bei den Kindern. So, mein Schatz, jetzt hat sich dein Bruder dazu entschieden. Jetzt muss ich kurz hier gucken. Kids haben nämlich ein bisschen aufgehört. Dann würde ich es doch sagen, kannst du dich hier ein bisschen mit ihr unterhalten. Wenn du reden möchtest, die kleine Maus kann doch dann in dem Jungszimmer auch mitstapeln. Hier, meine kleine Celine, bist fast da fertig. Im Anschluss darfst du direkt noch eine Runde machen. Und du, kleine Maus, auch. Ich weiß, das ist total schlimm. Aber ich möchte endlich, dass ihr eure Fähigkeiten voll habt. Mama, wie lange brauchst du noch? Du brauchst ein bisschen. So, Lex. Wo bist denn du, Lexi, Lexi? Lexi, Lexi. Brauchst du Klöchen? Nein. Brauchst du nicht. Dann darfst du hier nochmal stapeln. Und darfst dich mit deinem Bruder unterhalten nebenbei. Könnt auch Unfug reden. Und über Kunst. Preston hat langsam Hunger. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir im Kühlschrank unten nachsehen, ob wir noch was haben. Preston, du hattest dann Hunger, gell? Preston auf jeden Fall. Der Rest noch nicht. Okay. Dann darf der Preston sich im Anschluss, wenn die Warteschlange nicht mehr voll ist, sich was holen. Ja, ja. Ich freue mich schon sehr. Ja, wir haben ja dann... So, Mama, du kannst eigentlich noch ein bisschen... Wobei, wenn du noch länger schläfst, bist du die Nacht wieder so lange wach. Dann darf die Mama sich jetzt hier ready machen. Und auf die Toilettchen kurz einmal säubern. Und würde ich sagen, darfst du einmal Mittagessen servieren. Ich würde sagen, wir machen das da. Sie hat Level 4 erreicht, unsere süße Emilia. Du fängst jetzt von vorne an. Guck mal, du kannst dich doch mit deinem Brüderchen unterhalten nebenbei. Das ist doch eine Idee. Habt ihr jetzt ein bisschen gequasselt? Ja, okay. Preston, wo läufst du jetzt hin? Preston. Preston. Was geht jetzt ab? Ich glaube, das weiß der Süße selbst gerade nicht so genau, was jetzt abgeht. Naja, nicht schlimm. Was ist mit dir, Mäuschen? Wo sitzt du nochmal, mein Schatz? Guck mal hier, du kannst doch ein bisschen hier mit der Olivia unterhalten. Olivia, bist du schon fertig mit Stapeln? Hier, du musst nur noch ein bisschen stapeln, dann hast du Level 3 erreicht, mein Schatz. Das ist doch super cool. Subi, 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 cool. So, dann setz dich da mal hin und dann könnt ihr euch nebenbei... Wieso kannst du dich jetzt nicht mit ihr unterhalten?
Ach Gott. Jetzt kommt der Prest wieder angedackelt. Olivia hat Level 4. Sehr gut. Vielleicht hat einer von euch Hunger? Braucht einer was von euch? Der Preston ist jetzt perfekt. Und dann hätte ich gesagt, darf der Preston draußen weiterspielen. Ich wollte nämlich jetzt wieder mal ein bisschen rausgehen. Dass die Süßen auch ein bisschen frische Luft abkriegen. Ja, komm, wir ziehen sie ihm einfach an. Wenn du dann gegessen hast, darfst du hier unten weiter stapeln. Weil ich denke mal, Töpfchen, das kriegen wir easy peasy hin, wenn sie aufs Klöchen müssen. So, John, du brauchst noch ein bisschen davon. Die kleine Maus spricht dann mit dir. Du auch, Lex. Wobei, das können wir jetzt eigentlich weglassen. Und du darfst dir dann hier ein Gericht im Anschluss nehmen. Preston ist ein bisschen muffig wegen nichts reden. Okay. Die kleine Maus. Was machst du, Schatzi? Jetzt mit deiner Schwester. Dann ziehen wir dich doch auch schon mal um. Und dann kannst du mit dem Preston rausgehen. Wäre das eine Idee? Kleines Mäuschen. Glaub schon, oder? Dann darfst du hier stapeln. So, die Maus ist hier. Gut, dann ziehen wir dich auch einmal um. Chakalaka. Und dann kannst du hier einmal formen. Und wir gucken, was die anderen dann machen. So, Mama. Hast du? Okay, du machst jetzt das. Nein, nein, hier nichts fragen, bitte. Mama und die Kleine machen. So. Die redet jetzt mit ihm. Kann das sein? Er hat Level 5. Sehr schön, Johnny Boy. Ja, dann ist der, der John der Erste, der mit Level 5 in Denken durchstartet. Unser kleines, schlaues Kind. Und mal gucken, wer das Rennen komplett macht. So. Dein Brüderchen ist gleich auch fertig. Dann würde ich sagen, kannst du hier ein bisschen Fantasieabenteuer spielen. Die kleine Maus auch. Er isst was. Preston geht jetzt schlafen. Kleine Maus stapelt, stapelt, stapelt. Okay. Das haben wir soweit. So, Mama. Mama hat alle Klöchen, glaube ich, jetzt. Genau, die Töpfchen hat sie fertig. Danach wird gebadet, sag ich schon. Freust du dich schon auf heute? Willst du mit mir feiern gehen? Das geht nicht. Entschuldigung. Das kriegen wir nicht hin. Und wer bist du? Kann sein, dass du von einem unserer Kids die Mama bist. Aber schwanger? Ich glaube, sie ist schwanger. Hm. So, Kira Mausi, dich ziehe ich aber ein bisschen dicker an. Ich weiß nämlich nicht, wie kalt das für euch draußen ist. Deshalb macht ihr jetzt mal die kleine Maus, düselt schon drauf los. Nein, du kriegst danach keinen Wutanfall. Du kannst dann im Anschluss ein bisschen mit den Puppen spielen. Die kleine Maus stapelt auch. Ihr könnt euch doch dann hier ein bisschen unterhalten. Wo rennt jetzt die Mama hin? Unsere kleine Maus ist schon draußen unterwegs. Olivia, dann komm du auch mal. Du kannst hier rutschen, klettern und im Kugelbad spielen. Machen wir mal kurz doppelte Geschwindigkeit. Ach, das sieht so schön aus. Einfach super süß. Wirklich. Ich finde es mega cute. Nein. Und wenn die Mama gekocht hat. Mama, wo bist du überhaupt? Gut, Mama geht jetzt kochen. So, Lex. Ihr kommt jetzt alle runter. Dass ihr
kannst du das noch spielen. Eine kleine Runde. Du kommst jetzt auch runter. Sehr gut. Preston, wie lange hast du geschlafen? Du darfst noch sonst eine halbe Stunde schlafen. Die kleine Maus muss auf Toilette. Gut, dann. Es ist halt ein bisschen blöd, aber ich habe die Töpfchen unten weggenommen. Deshalb würde ich sagen, setzen wir jetzt einfach mal hier eins hin. Das ist zwar wahrscheinlich arschkalt und keiner wird es wahrscheinlich wirklich machen. Aber dass die Süßen halt draußen jetzt auch ein Töpfchen haben, weil die Maus müsste, darfst du hier auf Toilette gehen im Anschluss. Die kleine Maus kriegt gleich einen dezenten Ausraster. Dann machen wir das anders. Du kannst dich mit der kleinen Maus hier unterhalten, dass ihr beschäftigt seid. So, Olivia, dann hier rutschen. Ja, nicht rutschen, das haben wir schon. Dann darfst du hier ein bisschen Weltraum spielen und darfst dann formen. Jetzt sind wir dahin und dahin. Und dann haben wir nämlich zwei mehr. Das ist doch eine Idee, oder? So, Mäuschen, dich ziehe ich jetzt noch um, dass dir kalt ist. Das wäre nämlich nicht so schön. So, habt ihr alle eure Wintersachen an? Mama? Mama kann scheint's nicht fortsetzen. Ich glaube, ich schmeiß das auch raus. Das passt nämlich irgendwie nicht, wenn die das dann da hinsetzen. So, Mama. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für eure ganz lieben Kommentare. So macht das Spielen direkt viel, viel mehr Spaß. Und, okay, jetzt ist die kleine Emilia, war das doch, gell? Ja, Emilia ein bisschen müde, aber wir müssen jetzt erstmal den Balken hier ein bisschen pushen, dass es ihr da ein bisschen besser geht. Dann hast du Hunger. Gut, dann darfst du im Anschluss das hier. Ah, ist das leer? Ja, ist leer. Dann darfst du ein bisschen Obst essen. Kleine Maus stapelt noch. Hast du dann Hunger? Bisschen. Dann würde ich sagen, isst du davon zwei Sachen. Ihr quatscht noch. Gut, dann Superhelden, Prinzessin, Geschichte und liebevoll umarmen. Gut, der kleinen Maus geht's langsam ein bisschen besser. Das finde ich schon mal sehr schön. Presty Boy, kommst du hier runter? Dann kannst du hier ein Fantasieabenteuer spielen. Die kleine Maus geht dann aufs Töpfchen. Muss noch jemand von euch aufs Töpfchen? Und die Olivia müsste langsam. Ja, da wir aber auch schon 18 Uhr fast haben. Mama, wo bist du denn schon wieder? Kannst du mir das mal jetzt verraten? Kommst du jetzt bitte mal hierher? Und, hier. Warum du bedienst dich selbst? Kannst du mir das verraten? Wieso du allein einfach hier reingehst? Können wir das jemand erklären? Dankeschön. Wo ist Mama überhaupt? Ach, Mama hängt fest. Wieso hängst du fest, Mama? Wieso sagst du nichts? Mama. Los. Warum hängst du überhaupt fest und sagst nichts? Fortfahren. Los. Kids haben Hunger. Dann würde ich sagen, darfst du doch als erstes aufs Töpfchen gehen. Du bist nämlich dann auch müde. Du auch langsam, kleine Maus. Wie lange brauchst du noch? Gut. Du hast auf jeden Fall das voll. Da würde ich sagen, kannst du hier nochmal klettern und rutschen. Darfst dann ins Bettchen gehen. Ist das die Idee? So, Olivia, du bist auch schon sehr müde. Wenn du auf dem Töpfchen warst, denke ich, gehst du dann auch schlafen. So, kleine Maus hat langsam Hunger. Dann hatte nicht einer von euch noch was zu essen hier drin? Kannst du. Ist das leer? Okay. Kiddies, warum platziert er dann immer leere Sachen bei euch im Inventar, statt die in der Wohnung rumstehen zu lassen? Ist das auch leer? Nee, das ist voll. Gut. Wer hat Hunger? Nein. Du hättest Hunger. Dann darfst du das im Anschluss essen. Nein, Betty, nein. Wo ist der Preston? Hat der Preston? Preston ist noch oben, okay. Dann darf der Preston stapeln. Im Anschluss. Was ist? Sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt, Bart. Los, geh wieder auf bei Kötchen.
Ihr beide quatscht noch ein bisschen, finde ich schön. Dann geht euer Sozial hoch. Das ist schon mal sehr gut. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Ja, Game Art. Geht im Anschluss ins Bett. Sehr schön. Mama, hast du jetzt fertig gegessen? Gut. Dann müsstest du dich nämlich unbedingt um deinen Garten kümmern. Dass wir Money bekommen. Gut, die kleine Maus hat sich jetzt was genommen. Er spielt noch ein bisschen. Er spielt. Du willst brabbeln. Ah, du bist jetzt dahinter gedüselt. Hier ist es mal zu Ende. Und dann, was macht die kleine Maus? Die kleine Maus geht dann am Bett, also kann sie mit ihr nicht sprechen. Dann müssen wir gleich gucken, wie wir dein Sozial hochkriegen. Gucken wir gleich. So, die Maus isst. Du gehst jetzt ins Bettchen. Olivia ist gleich fertig mit Toilette. Sehr gut. Dann machen wir das jetzt anders. Die kleine Maus geht jetzt hier aufs Klöchen und kann sich dann hier ein bisschen versuchen, ihre Aufmerksamkeit. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das was bringt, aber dass es ein bisschen hoch geht. Olivia, sehr schön. Hat es funktioniert? Dann darf dein Brüderchen im Anschluss hier aufs Klöchen gehen. Und die kleine Maus hier auf der Töpfchen. Und dann kann die Maus noch ein bisschen formen. Lex, du müsstest dann auch auf Toilette. Du bist relativ müde, würde ich sagen. Kannst du aber hier nochmal eine kleine Runde spielen und darfst dann ins Bett. So, John, Töpfchen. Da du Level 5 hast, vielleicht geht John doch als erster durch. Kann sein, kann wirklich sein. Gehst du schlafen? Mäuschen? Gut. Und dann formen. Ei, dann kommst du hier hoch, mein Schatz. Gut. Olivia, du gehst jetzt ins Bett. Das finde ich wichtig. Sehr schön. Die kleine Maus ist jetzt auf dem Topf, muss auch ganz schön dringend. Preston. Wo sind alle hin? Bauklötze trotz, du bist müde. Gut, dann würde ich so gucken, dass du hier nochmal ein bisschen den Teddy umarmst, beziehungsweise den Hund. Und danach darfst du schlafen gehen. Lexi Boy ist noch voll fit. Die Maus, nein. Mäuschen, du sollst hier hinkommen. Muss ich nicht verstehen, oder? Irgendwas will wieder nicht so, wie ich es will. Aber die Mama ist am Pflanzen. Sehr schön. Ja, guckt mal. Ja, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Das ist eins der Kids für eins meiner Kids. Die Linda. Hi, Linda. So. Wo ist der kleine Mann? Hier oben, okay. Hier, Töpfchen. Die Maus kommt hoch, sehr gut. Preston. Warum brecht ihr denn jetzt im Moment alles ab? Kann mir das einer erklären? So, Lex. Die kleine Maus sitzt hier unten. Ist töpfchenmäßig unterwegs. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Es geht nach oben. Sehr schön. So, jetzt kommt die kleine Maus wieder nach oben gekrabbelt. So. Sitz und mach Pipi. Nein. Wenn du Toilette warst, darfst du schlafen. Preston, du dann im Anschluss auch. Und Lexi Boy, kommst du hoch? So, Mama macht Pflanzen. Gibt's nicht? Nein, nein, nein.
Wenn du gepflanzt hast, darfst du irgendwo waren, hier waren Insekten, genau. Dann kannst du bereichern und darfst hier alles verkaufen. So. Und die kleine Maus war auf Toilette. Dann würde ich sagen, darf sie hier den Bären umarmen. Preston ist auf Toilette, geht dann schlafen. Der Lex kommt jetzt, geht aufs Töpfchen und geht dann schlafen. Kira Maus, Töpfchen, schlafen. John, Töpfchen, schlafen. Mama macht den Garten. Sehr schön. Es wird langsam. Langsam machen sie das, was sie sollen. Oh Gott, muss einer von euch aufs Töpfchen? Euch schicke ich dann, glaube ich, im Anschluss, vor allem dich, Mäuschen, schicke ich dann noch hin. Jetzt sitzen sie alle da, wie drei. Okay, der Preston ist jetzt schon fertig, aber nicht schlimm. Ja, guck mal. Ah, der John ist jetzt auch fertig. Sehr gut. So, Preston. John, du gehst ins Bett. Preston, du auch. Sehr gut. Mama, du sollst nicht von der Biene attackiert werden. Muss nicht sein. Genau, umarm den Teddy mal. Ah, das hilft sehr gut. Sehr gut. Das freut mich ja gerade mega, dass das funktioniert. Dann darfst du ihn nochmal umarmen. Und nochmal, dass du nicht so im roten Bereich bist, wo der John schläft. Die kleine Maus geht jetzt ins Bettchen. Perfekt. Lex. Bist du fertig? Scheint so. Dann darfst du jetzt auch Haier machen. Schlaf gut, mein Schatz. Preston ist schlafen. Die kleine Maus darf hier nur ein bisschen umarmen, dass sie wenigstens so ein bisschen im vielleicht gelben Bereich. Das würde ja schon voll ausreichen. Also die Kids sind wirklich sehr weit heute gekommen. Der Lex braucht beim Denken noch ein bisschen. Der Preston braucht nur noch ganz wenig. Dann hat er Denken voll. Dafür ist er Töpfchen schon sehr weit. Also es bleibt spannend. Ich bin ja im Moment noch so der Überzeugung, dass der John. Nein, es geht nicht dahin. Nein. Nein. Hier hast du dein Bett. Ah ne, das war das falsche Bett. Hier ist dein Bett. Ab, schlafen. Und es wird geschlafen. Es wird nicht wach geworden. Milbenmittel können wir immer noch nicht geben. Dann zieh das Ding mal an und verkauf den Honig. Dann musst du noch alle gießen, mein Schatz. Oder warte, das kann ich für dich übernehmen. Das Gießen, das musst du dann nicht machen. Ach, wie süß sie in dem Anzug aussieht. Oh Gott. Ja, ich möchte dann nämlich auch unbedingt beim nächsten. Ah, da hat irgendjemand sein Obst verloren. Beim nächsten Samstag auf das Romantikfestival, dass wir uns die schönen Paradiesvogelblumen holen können. Liegt hier noch irgendwo was rum? Und da ich mit dir noch ein bisschen was machen möchte, kannst du hier ein kleines Kraftnickerchen machen, dass es dir ein bisschen besser geht, mein Schatz. Und wenn die Kids groß sind, bist du an der Reihe. Versprochen. Dann gehen wir auf Dates. Vier Männer haben wir schon gekriegt. Gott, wie sie guckt. Ach Gott, Schatz. Ich weiß, es ist anstrengend. Du hast so gut wie kaum Zeit für dich. Können wir dir nicht irgendwas Gutes tun über den Slice of Life? Da sie aber eh aknefrei ist, dann nimm dir mal ein Schaumbad. Ist das eine Idee? Oder? Ich hoffe nur, dass das mit dem Kopfhörern dann funktioniert. Ah, die hast du jetzt auch rausgenommen. Ah, du machst jetzt doch erst Snickerchen. Okay. Okay, ich sag ja gar nichts mehr. Dann mach mal Kraftnickerchen, dann nimmst du dir ein Schaumbad und dann kannst du das hier ganz alles verkaufen. Ja, also wir sind wirklich weit gekommen mit den Fähigkeiten. Der John hat alle voll, er braucht nur noch Töpfchen. Die Kira bräuchte hier noch ein bisschen. Und Töpfchen ein bisschen. Ich glaube, der John, ah ne, der John ist ein bisschen hinter ihr im Töpfchen. Dafür ist der Lex weiter als Töpfchen. Der Preston E, der ist ja da Naturtalent drin. Und
Celine ist auch schon sehr weit. Also, ich vermute, dass wir es in der nächsten Folge wahrscheinlich schaffen, dass, ja, die Fähigkeiten zu maximieren. Ich bin mega gespannt. So, Mama, du bist verspielt. Gut, dann leg los. Schätzchen. Könntest, wenn du willst, den Herd auch anzünden. Können wir jetzt hier irgendwas geben? Solltest du nicht den Honig verkaufen? Muss das da stehen? So, dann kann man dir hier wieder deine Ohrhörerchen einschalten. Guck mal, du hier kriegst hier. Wo ist es? Sommerhits. Das ist doch eine gute Alternative. So, dann verkauft die Mama das jetzt. Es ist dreckig. Schweiß, gell? Scheiße. So. Dann gießen wir die Blumchen jetzt hier noch. Weiterentwickeln. Können wir nicht weiterentwickeln? Okay. Ausschalten. So, Mama, hast du alles verkauft? Hast du verkauft alles? Scheint so. Okay. Sie malt jetzt dieses Bildchen. Verkauft dann endlich den Honig. Und sie kommt halt definitiv früher ins Bett, was ich wirklich sehr. Oh, du machst das aber hier noch schnell sauber dann. Und oben ist das auch hier irgendwas stinky, stinky? Nee, stinky nix, stinky Mann. Dann Müll leeren, Startvorgang beginnen. Und ich würde sagen, wir machen den hier unten dann auch mal voll. Gut, dann gucken wir uns das doch mal jetzt hier an, was das ist. Okay, das sieht ganz schlicht aus. Also ich muss sagen, mit dem Grafiktablet kann man echt einiges anstellen. Ich nicht gedacht. So, dann verkaufen wir unseren schönen Honig. Wir müssen uns unbedingt mit unseren Bienchen ein bisschen anfreunden. Und wieso können wir denn nichts denen geben, die armen Mäuse? Oh nein, Schatz. Du bist wieder gestochen worden, gell? Oh, verdammt. Dann gehen wir da ein bisschen an den Ofen und wärme dich. Zünde den mal an. Sehr gut. Ich hoffe, die Bude fackelt uns jetzt nicht ab. Das wäre nicht so gut. Dann machen wir das Töpfchen sauber. Sehr gut. Flinzlein, alles gut. Sieht so aus. Sagen wir mal, geht jetzt an den Staubi. Muss der auch was gemacht werden? Dann kannst du den hier auch noch starten. So, wir gucken kurz hier rein. Noch 5 und noch eine Portion. Okay, und sie müsste dann dringendst aufs Glöckchen. Den Wunsch können wir ihr doch erfüllen. Und unser Roby fährt durch die Gegend. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, darfst du mir gerne, beziehungsweise dem Video, ein Däumchen geben. Wenn du neu auf dem Kanal bist, wünsche ich dir viel Spaß hier auf dem Kanal und hoffe, dass das ein oder andere Video, das ein oder andere Let's Play mit den Challenges, die hier auf dem Kanal laufen bei mir, ja, dir gefallen. Ich bin Anna übrigens. So mal ganz nebenbei erwähnt, falls das einer noch nicht wusste, aber ich glaube, der Kanalname verrät das schon. Ja, dann wünsche ich dir noch ein ganz, ganz schönes Wochenende und hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.